Fünf Faktoren des Erfolges für selbstständige IT-Softwareentwickler, IT-Dienstleister, Experten. Ja, hallo, wenn du das Video gestern nicht gesehen hast, unbedingt auf meinem YouTube-Kanal abonnieren und mal nachschauen. Ich verlinke es auch nochmal hier. Sehr, sehr wichtiges Video. Dieses Video wird darauf aufbauen. Wir nehmen jetzt hier mal in diesem Video ein Teil heraus und das ist das Thema Zielgruppenkompetenz. Zielgruppenkompetenz geht natürlich, wie wir gestern in dem langen Video erfahren haben, dadurch, indem ich mit meiner Zielgruppe oder mit, sagen wir, mit potenziellen Zielgruppen, wo ich noch nicht genau weiß, ist das jetzt wirklich auch meine Zielgruppe und noch nicht genau weiß, wenn ja, wie funktioniert, wie tickt diese Zielgruppe, was sind genau die Pain Points der Zielgruppe, unbedingt nochmal dieses Video anschauen. Aber um da eben hinzukommen, muss ich mit meiner Zielgruppe oder mit potenziellen Zielgruppen, die ich mir zusammen recherchiert habe oder überlegt habe, im Zuge meiner Tätigkeit und Recherche, kommunizieren. Wie kommuniziere ich jetzt mit meiner Zielgruppe? Am allerbesten ist immer direkt. Bedeutet im Klartext Direktvertrieb, Direktmarketing. Was ist das? Direktmarketing wäre sowas wie, ich connecte mich auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram und fange an, hier eine DM zu schreiben. Also sprich eine Message. Das wäre Marketing. Dann geht das auch sehr schnell fließend über in den Vertrieb. Das bedeutet, ich mache jetzt hier Akquise, indem ich dann ein Follow-up-Gespräch vereinbare. Ich hole mir die Nummer, ich rufe ihn an, ich hole mir die E-Mail, ich e-maile. Diese Übergänge sind fließend. Marketing und Vertrieb habe ich ausführlich gestern erklärt in diesem Video. Unbedingt nochmal anschauen. Ich verlinke sie auch. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt geht es in das Thema Leitfaden. Ja, da draußen werden von ganz, ganz vielen und ganz, ganz großen und auch ganz teilweise erfolgreichen Mentoren, Coaching-Programme, Trainings etc. pp. En masse, also wirklich verbreitet in die große Welt des Marktes hinein und Hunderte und Tausende von Leuten befolgen diesen Ratschlag. Jedes Telefongespräch und damit auch Gespräche, die zur Marktrecherche dienen, um deine Zielgruppe besser kennenzulernen, sprich Telefonakquise, zu skripten. Also 80, 90 oder vielleicht sogar 100% alles runterzuschreiben, templatisiert, sodass du es dann auch skalieren kannst und anderen dieses, einfach nur dieses Skript geben musst und die das dann für dich machen. Und hier, Achtung, ganz, ganz wichtiger Punkt. Haben die mit diesen Systemen erfolgreich, also wirklich durchgeskriptete Leitfäden, die sie dann auch anderen Leuten geben können, die nicht so viel Ahnung haben, weil sie sich einfach nur runterlesen müssen, mehr oder weniger? Ja, in Teilbereichen. Auch hier wieder, es gibt nicht wirklich schwarz oder weiß. Ich weiß, dass die allermeisten Coaches, Mentoren, Berater, Trainings, Agenturenhaber und so weiter polarisieren oder versuchen zumindest sehr stark immer zu polarisieren. Ja, warum? Ja, um natürlich hier sich zu positionieren. Polarisierung ist der Grundpfeiler von Positionierung und danach kommt natürlich dann alles andere. Ja? Positionierung, auch ein ganz wichtiger Punkt, habe ich auch schon ein paar Videos gemacht, bin ich auch Experte dafür. Ja? Genauso wie wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich bin jetzt halt mal ein ganz dummes Beispiel, ich bin von der FDP, aber ich habe ungefähr die gleiche Meinung wie die SPD und ungefähr mehr oder weniger die gleiche Meinung wie die CSU und die gleiche Meinung wie die CDU, niemand wird mich jemals wählen. Weil ich nicht genug polarisiere, weil ich nicht genug für eine ganz bestimmte Sache stehe, die mich differenziert von allen anderen Parteien. Oder ich tue so und dann am Ende mache ich dann doch wieder das, was alle anderen auch machen. Also letztendlich ist es immer der gleiche Gedanke, ja, wie man sich einen Namen macht da draußen im Markt und dadurch muss man eben sehr stark polarisieren. In Wirklichkeit ist natürlich alles, was man pauschal polarisiert, kann gar nicht der Realität entsprechen, weil die Realität einfach viel, viel komplexer ist. Also jetzt habe ich mal ein bisschen weit ausgeholt. Ich hoffe, ich habe dich jetzt hier nicht verloren. Nochmal zurück zum Thema Leitfaden. Das gilt auch für das Thema Leitfaden. Ich kann nicht sagen, das, was für 100.000 Leute, sagen wir mal übertrieben, 100.000 Leute funktioniert mehr oder weniger. Ich mache mir Leitfäden, 80-90% halte ich mich an diesen Leitfäden, mein Vertrieb flutscht. Funktioniert auch das, was wir machen oder das, was meine Kunden benötigen, Leads, Neukunden in einem ganz anderen Segment.
zum Beispiel High-End-B2B-Segment. Also ich hatte gestern wieder so ein paar Fälle, haben wir wieder Akquise gemacht und haben wir wieder festgestellt, dass wenn wir hier strikt nach dem Leitfaden gehen würden, hast du mittlerweile fast keine Chance mehr im High-End-B2B-Segment. Was bedeutet High-End-B2B-Segment? Das bedeutet, ich mache Leads, Sales-Opportunities, ich bringe Kunden, ziehe ich an Land über Neukundenakquise, über Bestandskundenakquise etc. etc. Selbst Bestandskunden, ja, in dem B2B-High-End-Segment ist teilweise so, dass die Fluctuation so stark zugenommen hat, also wirklich so dermaßen stark zugenommen hat, aus den verschiedensten Gründen. Ja, diese ganzen Krisen, Pandemie, Dieselskandal, also es ging schon 2019 irgendwie los und diese ganzen Disruptionen, ja, dann letztendlich insgesamt Fluctuation ist was ganz anderes. Also heute, wenn du heute irgendwo einen IT-Leiter hast, einen Jungen, ja, und der bleibt bei dir länger wie 2, 3, 4, 5 Jahre, dann ist das schon der absolute Wahnsinn. Vor 10, 15, 20 Jahren, ja, wenn du mal irgendwo einen Posten hattest als IT-Leiter, dann bist du da eben geblieben bis zur Pension. Also ich kenne noch einige CIOs, die jetzt alle allmählich irgendwie in Frührente gehen. Manchmal freiwillig, manchmal weniger freiwillig, unfreiwillig, weil sie einfach noch zu teuer sind oder was weiß ich. Aber die waren 10, 20, 30, 40 Jahre teilweise im selben Unternehmen. Das gibt's heute kaum noch. Auch bedingt durch viele andere Faktoren, wie zum Beispiel Social Recruiting Marketing, wo man explizit Leute ständig beschallt und dazu, also meiner Meinung nach, ist in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen, trägt auch Social Media Marketing Recruiting, ja, nicht wirklich einen Mehrwert zur Wirtschaft bei. Weil man macht einfach nur, man löst das Problem eines Arbeitgebers, indem man ein Problem beim anderen Arbeitgeber erschafft. Also hier, da ist ein A-Player, sagen wir mal, ein guter IT-Leiter, hat dort einen Posten, hat sich eingearbeitet und den beschallt man jetzt mit irgendwelchen Social Recruiting Ads, mit Facebook, was weiß ich, und den verleitet man jetzt sozusagen, sein Postchen zu wechseln zu Arbeitgeber B. Jetzt habe ich hier Arbeitgeber B das Problem gelöst, hier bei Arbeitgeber A, der hat jetzt eine Lücke, der braucht wieder einen neuen IT-Leiter. Also ich erschaffe ja keine neuen, wirklich in dem Sinne, Mehrwerte, ja, neue IT-Leiter, sondern ich verschiebe einfach nur IT-Leiter A nach B, nach von C nach D und so weiter. Das ist das typische Problem des gesamten Recruiting-Businesses, ja, dass die letztendlich keine wirklichen Mehrwerte, nicht immer, aber häufig schaffen. Ja. Manchmal ist es dann so, okay, man hat jetzt wirklich jemandem geholfen, der absolut unzufrieden ist, irgendwas Tolles Neues zu finden. Das gibt es natürlich auch. Aber insbesondere über diese ganzen massive Welle, ja, von Online-Recruiting und so weiter, ist es nochmal ein anderer Faktor. Spielt dann letztendlich auch wieder in unsere Telefonakquise mit rein. Warum? Warum hole ich jetzt so weit aus, um einfach Verständnis hier beizubringen an alle, die Neukundengewinnung anstreben, die sagen wir mal, wachsen wollen, die mehr Kunden brauchen oder einen, sagen wir mal, einen gesunden Kundenmix erzeugen wollen in ihrem Portfolio, die bis dato vielleicht irgendwie über Zellteilung mit 1, 2 Kunden irgendwie unterwegs sind und gut gelebt haben davon, aber einfach jetzt mal ein bisschen einen gesunden Kundenmix, ein Portfolio von Kunden sich aufbauen wollen, der ein bisschen größer ist, der ein bisschen diversifizierter ist, wo man ein bisschen Risikomitigation betreiben kann, also Risikodiversifikation und. Und da musst du einfach rausgehen, proaktiv Marketing und Sales machen und dort auch rein investieren. Habe ich alles in diesem langen Video beschrieben. Und da ist eben Telefonakquise ein sehr, sehr wichtiger, für B2B, sehr wichtiger, sagen wir mal, vielleicht sogar der Grundpfeiler überhaupt ist Telefonakquise hier, in Kombination mit anderen Sachen. Ja, gibt es verschiedene Variationen, wie ich Kaltakquise aufwärmen kann, sodass Telefonakquise viel besser funktioniert. Und da geht es eben schon los. Wenn ich jetzt dann, ich würde hier sogar so weit gehen zu sagen, wo ich bei den anderen ein Telefonleitfaden, ja, bei den anderen Segmenten, da wo es letztendlich darum geht, häufig geht es ja darum, dass man hier so an der Grenze B2C, B2B, irgendwelche Kleinstunternehmer vielleicht hier an Land ziehen möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Solopreneure habe, ja, ich hatte jetzt in den letzten 2 Jahren häufig auch mal ein paar Solopreneure, die ich kurzfristig coachen durfte und so weiter, ja, die noch limitiertes Budget haben, aber auf der anderen Seite auch sehr interessante Persönlichkeiten sind. Aber die sind natürlich in der Situation, das ist eine Person, die muss ich überzeugen. Das ist super, super simpel letztendlich. Das kann ich in einen Leitfaden reingeben und das kann ich dann multiplizieren unendlich oft. Da gibt es dann maximal, wenn überhaupt maximal 2 Entscheider,
Vielleicht hat er noch einen Partner, vielleicht ist er schon ein bisschen größer, vielleicht hat er eine Firma gegründet, es gibt zwei Geschäftsführer, manchmal sind dann irgendwie zwei Leute da drin, manchmal spielt irgendwie die Ehefrau noch eine Rolle. Aber mehr wie zwei waren das nie. Nie. Das sieht bei großen Firmen ganz, ganz anders aus. Ja? Also zudem, dass die Leute, die da die Entscheidungen fällen, nur Angestellte sind, keine Inhaber. Du sprichst nicht mit den Inhabern direkt, sondern nur Angestellte. Das heißt, du sprichst nur mit Angestellten, das heißt, die haben schon ein ganz anderes Mindset. Zweitens, die können erstens intern die Rolle sehr häufig wechseln. Auch das passiert immer häufiger, immer schneller. Ja, weil sie keinen Bock mehr haben, weil sie was weiß ich. Ja? Lassen sich intern versetzen bei den größeren Firmen, gibt es ja genug Möglichkeiten. Machen teilweise irgendwas anderes innerhalb der Abteilung, machen teilweise irgendwas anderes komplett in einer anderen Abteilung. Man glaubt es kaum. Ja? Irgendein IT-Leiter, ein Projektleiter für eine Einführung von irgendeinem Softwareprojekt macht jetzt plötzlich irgendwie, keine Ahnung was, Innovation, Produkt, irgendwas, was mit IT gar nichts mehr zu tun hat. In größeren Firmen, in Konzernen ist das alles möglich. Ja? Das heißt, hier musst du das Ganze flippen. Also wo du einen Leitfaden hast bei dem Segment, wo du mit Solopreneuren, mit Kleinstunternehmen und so weiter, mit mehr oder weniger die Mischung zwischen gerade so B2B und ein bisschen B2C vielleicht sogar noch, also so ongoing Entrepreneurship, wo du hier sagen wir, 80-90% standardisieren kannst in einem Telefonakquise-Leitfaden, ist bei dem High-End-Enterprise-Segment genau das Gegenteil. Da kannst du maximal noch 10-20%, wenn du überhaupt, standardisieren. Also den Leitfaden, den wir irgendwie erstellt haben, wir haben auch Leitfäden klar erstellt, wir schreiben uns auch mal wieder Sachen zusammen, der hat in manchen Gesprächen gar keine Relevanz, manchmal 10-20%, manchmal ein bisschen mehr. Aber was hier gefragt ist und was ich auch von Leuten verlange, die zu mir dann kommen und für mich dann diese Tätigkeit ausführen, ist Kreativität. Da gibt es eine ganze Liste von Kreativansätzen, wie ich dann letztendlich zum Entscheider komme, weil letztendlich mittlerweile und klar, Leitfäden auch im High-End-B2B-Segment haben vor 15 Jahren noch besser funktioniert. Mittlerweile ist es alles so kondensiert, würde ich mal sagen. Kondensiert im Sinne von spätestens seit 2017 diese Regel, das, DSGVO und so weiter. Niemand gibt dir mehr eine Nummer, niemand gibt dir mehr eine E-Mail und so weiter. Direkt, wenn du direkt versuchst reinzugehen. Also dieses typische standardisierte Vorstellen und ich hätte gern und bla. Diese Leitfäden, wenn ich mir die anschaue, ich habe letztens einen Leitfaden rausgezogen von 2013, was wir damals noch gemacht haben für IT-Security-Unternehmen und so weiter, wie Kaspersky und ähnliches, wo ich im Teams mitgeholfen habe aufzubauen und das kannst du heute nicht mehr anwenden. Ja, keiner stellt dich mehr direkt durch. Das heißt, du musst kreativ sein. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, all diese Kreativmaßnahmen, wenn ich die alle in einen Topf schmeiße, ne, irgendwie 27, 47 verschiedene kleine, sagen wir mal, indirekte Wege, was man alles tun kann, um dann doch letztendlich ans Ziel zu kommen, mit dem Entscheider ins Gespräch zu kommen oder die E-Mail oder die Durchwahl oder die Handynummer zu bekommen, übers Telefon, ich rede jetzt nur übers Telefon, keine Tools, nichts, gar nichts, sondern nur quasi über gewiefte Telefonakquise, die nichts mit einem stupiden Strukturleitfaden zu tun hat, muss ich aber auch dazu sagen, wenn ich jetzt alle diese Methoden in einen Topf werfen würde und daraus wiederum einen Leitfaden bauen würde, dann wäre es dann doch wieder ein Leitfaden, so gesehen, der aber ganz, ganz komplex ist, also mit weiß ich nicht, mehreren Dutzend Verästelungen. Ja, wenn das nicht funktioniert, dann muss ich eben den Weg gehen, wenn das nicht, dann den Weg, dann das und den D. Das heißt, das wäre dann irgendwie ein Pamphlet von Leitfaden, der eigentlich als solches gar nicht mehr bezeichnet werden könnte. Das wäre dann irgendwie 27 Seiten lang der Leitfaden. Ja, also wenn ich da wirklich alles zusammentragen würde, das kann man nicht mehr als Leitfaden, also müsste ich dann umblättern oder sowas. Also ein Leitfaden, der 20 Seiten lang ist, der bringt ja dann auch nichts in der Telefonakquise ad hoc. Ja? Das heißt, man muss sich das reinziehen, man muss sich bei mir trainieren lassen, eben auf dieses Level, dass ich eben diese Kreativität erzeuge, muss auch ein gewisses vielleicht Talent dafür haben, ganz klar. Ja? Und muss auf jeden Fall sich ausdrücken können, reden können und so weiter. Und das hat jetzt nichts mit rhetorischen Geschichten zu tun. Also dieses, glaub mir auch eins, diese standardisierten Rhetorik-Coachings, die funktionieren bei Mutti,
bei Fati, wo ich irgendwie, die irgendwie zum Telekom-Laden reinlaufen und ihr Handyvertrag verlängern wollen. Glaub mir, wenn ich zum Handyvertrag reinlaufe, zum Telefon, ich bin ein sehr guter Kunde, ich bezahle viel bei der Telekom, ja. Und ich laufe da rein, ich war zum letzten Mal vor einem Jahr drin, und dann ist er so ein geschleckter Verkäufer und der wendet da seine ganzen Rhetorik-Dinge an und so weiter, wie so ein gehirngewaschener Verkäufer. Ich hätte ihn beinahe totgeschlagen, ja, weil ich diesen Dreck nicht brauche. Und genau, ich sofort erkenne, was das alles ist. Und genauso ist es auch im B2B-Segment. Also viele dort Entscheider sind, teilweise sind sogar selbst Vertriebsleiter, denen du was verkaufen willst und so weiter. Die haben dann, die lachen vielleicht noch ein bisschen drüber, aber auch alle High-End-Entscheider, also viele davon sind wieder komplett überladen oder beides oder erkennen sofort, was du da an Rhetorik von dir gibst und scheißen sofort auf dich, ja. Du musst hier mit einer gewissen Natürlichkeit reingehen, ja, ganz subtile Marketing- und Sales-Methoden vielleicht anwenden. Aber wenn du da so reingehst, so wie so ein astreiner, geschleckter Verkäufer mit 100.000 Werkzeugen, die Zeiten sind für diese spezielle Zielgruppe. Ich wiederhole mich immer wieder, es geht immer um diese bestimmten Zielgruppen, wo Dinge funktionieren und manche Dinge eben nicht. Hätte ich jetzt als Zielgruppe sozusagen nur lauter Solopreneure oder Zahnärzte oder was weiß ich, Rechtsanwälte und Steuerberater und so weiter, was es alles gibt auf der Welt, dann ist es jeweils wieder ein bisschen anders. Also niemand kann mir sagen, es gibt einen pauschalisierten, standardisierten Leitfaden, der für all diese Zielgruppen unterschiedlichster Unternehmensgröße, unterschiedlichster Mindsets, unterschiedlichster Vorbildung, unterschiedlichster Altersgruppen und so weiter, ein Leitfaden für all diese Dinge funktioniert. Das ist totaler Nonsens, das kann gar nicht sein. Und wenn es so wäre, dann würde ich jetzt diesen Leitfaden nehmen, an 10.000 Leute verkaufen und dann wäre er wieder obsolet bzw. wertlos, weil ihn eben dann 10.000 Leute benutzen. Bestes Beispiel hier, gestern war ein Kunde hier bei mir zu Besuch, der sagt, du, letztens bin ich vom Mitbewerber von dir akquiriert worden oder versucht worden zu akquirieren über LinkedIn. Hat mir einer angeschrieben. Mit so einem gewissen, da habe ich geantwortet, so zur Gaudi, hat er mir zurückgeschrieben. Okay. 2 Stunden später bin ich mit einem komplett anderen über LinkedIn, mit dem exakt auf den Punkt genau die gleiche Message über LinkedIn angeschrieben worden. Habe ich geantwortet, habe ich wieder eine zweite Antwort bekommen, eine zweite Message, exakt wieder den gleichen Textbaustein. Das heißt, die waren beide im gleichen Coaching. Ja. Hat das funktioniert? In dem Fall für meinen Kunden, Softwareentwickler, Geschäftsführer, 35 Jahre alt, mit ein bisschen was in der Birne. Nein. Ja, die waren wahrscheinlich in einem Coaching, wo weitere 1.000 Leute sitzen, die alle den gleichen Textbaustein für LinkedIn-Marketing oder Akquise bieten. Ich habe vorhin ja erwähnt, ne? LinkedIn ist ein guter Kanal, aber gewusst wie? Individuell. Ja? Dieses ganze standardisierte Leitfäden, standardisierte Textbausteine für LinkedIn, für Telefonakquise, für LinkedIn-Messaging und so weiter. Funktioniert es wirklich? Und wenn ja, mit wem funktioniert es? Mit Mutti? Mit Vati? Oh, um die Ecke? Ja? Irgendwelche Handyverträge verkaufen und so weiter? Ja. Aber ist eben nicht meine Zielgruppe. Ja? Und also letztendlich immer ein bisschen genauer hinschauen und nicht so auf der Oberfläche immer nur. Ja? Es ist anstrengender, es ist individueller. Ja? Man muss mehr reinstecken, Energie, Zeit, Geld, Energie und so weiter. Yo, that's life. Sorry. Ja, dieses pauschale, schnelle Skalier, ja, und wer skaliert da? Der Coach vielleicht, ne? Der Mentor, ja, okay. Funktioniert ja auch, ja, für seine Zielgruppe. Aber welche Zielgruppe hast dann du? Auch wieder Mutti, Vati um die Ecke? Oder echte Entscheider in echten Firmen? Da funktioniert es dann wieder ein bisschen anders. Das ist natürlich auch eine Schnittmenge, klar, manche Bausteine vielleicht funktionieren, manche weniger. Aber ich kann eins sagen, wenn du in großen Konzernen, größere Firmen Akquise machst, mittlerweile musst du ein hohes Maß an Kreativität mitbringen, die natürlich auch geschult werden kann, auch in gewisser Weise systematisiert und automatisiert werden kann. Das ist natürlich auch möglich. Ja? Ich sage nur, du kannst nicht einen Leitfaden bauen und den dann 100.000 Mal verwenden für alles. Das ist einfach ein totaler Nonsens. Ja, das sagen auch die ganz großen Verkaufstrainer und so weiter und so weiter. Und ich bin kein Verkaufstrainer, ja, by the way. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video zum Thema Leitfaden. Ich finde es ein super, super wichtiges Thema und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Happy Hunting, dein Thomas Klein.
gib dem Video einen Daumen hoch, wenn du d'accord bist mit mir, oder auch einen Kritikpunkt hier unten auf der, gerne im Kommentarfeld und so weiter. Überhaupt kein Problem, ich bin ein dickes Fell, don't worry, ja. Aber ich will euer Feedback, ich will eure Kritik, ja. Schimpft auch gerne mit mir, ja, wenn es irgendwas Produktives, also ich habe der allerletzte Mensch, der was gegen konstruktive Kritik hat. Ganz im Gegenteil. Ja. Was glaubst du, warum ich diese Videos hier mich hinsetze, die ganze Mühe mache, abgesehen davon, dass mir Spaß macht und auf YouTube hochlade? Weil ich ja euer Feedback will. Ich will doch eure Resonanz. Ich will doch, wenn ich hier lauter Schmarrn erzähle und ihr völlig anderer Meinung seid. Das will ich doch von euch wissen. Will ich doch von euch hören. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Kommentar da und wir sehen uns. Show must go on. Ja, show must go on, baby. Happy hunting.